Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich nehme euch heute mal mit, heute ist Montag und es ist noch ziemlich früh, es ist um genau zu sein, 7.30 Uhr, super. ja, ich nehme euch heute mal mit. Karl ist gerade am Frühstücken, ich trinke erstmal einen Kaffee, bevor mein Magen so richtig bereit ist zum Frühstücken, weil wir sind dann noch viel zu zeitig, eigentlich sollten wir erst um 8 Uhr aufgestanden sein. Genau. Und seht ihr, ich muss hier Licht anmachen, weil es draußen so dunkel ist, weil es eigentlich, also es hat schon geregnet und eigentlich soll es weiter regnen. Es ist sehr seltsames und unvorhersehbares Wetter. Ich kann ja mal einen Zwischenstand zu diesem Her-One-Verdauungsgetränk, wie ich es vor Karl immer nenne, wenn er mich immer fragt, dass, also ich ihm erklären soll, was das ist, geben. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich habe also wirklich bis jetzt... Das wirkt sich so positiv auf alles aus und das mit dem, dass man keinen Blähbauch bekommt, funktioniert. Also es ist richtig, richtig krass, aber ansonsten ist halt nichts anders. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie dann denkt, ja, wenn der Körper irgendwie abends keine Luft mehr im Bauch sammelt, dann muss doch irgendwas anders sein. Aber nein, es ist halt einfach kein Blähbauch mehr da. Meine Verdauung fühlt sich gut an. Das klingt richtig schlimm. Also ich fühle mich halt einfach viel, viel besser in Bezug auf meine Verdauung. Jetzt gehe ich einkaufen und ich wollte euch eben zeigen, wir haben für das Musikvideo, was wir am Wochenende gedreht haben, mussten wir einen heftigen Pfandbon produzieren. Kann man das erkennen? Und mit dem gehe ich jetzt einkaufen. Also wir brauchen den als Motiv sozusagen. Wir brauchten auch diesen ganzen Pfand als Motiv vorher und mussten den dann halt mitnehmen zum Drehort sozusagen und da dann drehen und so. Und ja, mal gucken. Es war richtig lustig. Wir hatten so viel Pfand. Ich weiß gar nicht, was hier steht. 12 leere Kästen, 243 Flaschen, also insgesamt in den Kästen, 35 mal Einweg, also mit 25 Cent und 6 Flaschen mit 15 Cent. Heftig, 243 Flaschen. Genau, ich gehe jetzt damit einkaufen. Mein Einkaufszettel ist auch nicht so lang. Das heißt, es kann echt sein, dass ich so 3, 4, 5 Euro bezahle und den Rest von diesem Pfandbon. So, ich habe gerade in meiner Instagram-Story so ein Quiz gemacht mit einem Foto von meinem Einkaufswagen und dem Pfandbon, also mit dem Wert und mit den Antwortmöglichkeiten halt, wie es ausgegangen ist, ob ich Geld zurückbekommen habe, ob ich draufzahlen musste oder ob es genau gereicht hat. Also, aber ich spoilere jetzt hier schon mal. Ich habe tatsächlich noch Geld wiederbekommen, 2 Euro irgendwas, richtig heftig. Also ich habe gerade für meinen Einkauf nichts bezahlt, mehr oder weniger. Kommen wir mal zu einem kleinen Supermarkt-Haul. Es kam im Übrigen der Anhörungsbogen. Ich habe vor 2 Videos habe ich mich richtig darüber beschwert, dass ich einen Strafzettel gekriegt habe. Meiner Meinung nach nicht rechtmäßig. Und es kam halt schon einmal die Verwarnung an Tim, weil das Auto ja auf ihn angemeldet ist. Er hat dann auf meinen Wunsch hin hinten dann draufgeschrieben, dass er halt nicht dafür verantwortlich ist. Und das, also hat mein Name draufgeschrieben. Und jetzt kam der Bogen an mich. Und ich werde nachher meine Aussage tätigen, also mein Widerspruch da aufschreiben, mein Beweisfoto dazu tun und dann drückt mir die Daumen, dass es klappt. Ich habe schon mit einer Freundin gesprochen, die meinte, es kann halt sein, dass die das so auslegen können, dass ich nicht recht habe, weil das halt wirklich mehr oder weniger Auslegungssache ist. Aber ich wünsche mir natürlich das Beste. Und ja, jetzt gibt es einen Supermarkt-Haul. Das Klopapier ist schon ausgepackt. Ich habe einmal Nuggets, dann Eier, Äpfel, Bananen. Ein Apfelmus, eine Melone, ich muss mal ganz kurz das Fenster aufmachen, es ist so ultra warm hier drin. Blaubeeren, eine
Butter, Suppengemüse. Ich glaube, meine erste Tüte ist leer. Joghurt, da muss ich dazu sagen, die waren halt im Angebot. Ne? Sonst wären die viel teurer gewesen und sonst hätte ich die auch nicht gekauft. Joghurt mit der Ecke, zwei Brokkolis. Es gibt, tja, übermorgen oder morgen. Irgendwann gibt es Brokkolisuppe. Nektarinen und nochmal Joghurt mit der Ecke. Brötchen und Brot. Ich muss irgendwas mit meinen Haaren machen. Ich krieg sonst richtig die Krise. Es ist, oh, die Luftfeuchtigkeit ist so heftig. Ich glaube, ich muss einfach duschen. Aber ich habe gar keine Zeit jetzt zum Duschen. Ich muss gleich echt viel noch machen. Nochmal Joghurt und nochmal Joghurt. Reis und vegetarische, vegane, ja, vegetarische, als ob da Fleisch dran ist. Ich meine natürlich vegane Kochsahne. Noch eine Kochsahne, Hühnerbrühe. Da habe ich es mir ganz einfach gemacht. Ich hatte, also ich habe das Mehl nicht gefunden. Und also Zucker hatte ich schon und ich hätte halt noch Mehl gebraucht. Ich habe das Mehl nicht gefunden, aber das hier habe ich gefunden. Deswegen mache ich heute einfach mal die ganz einfachen Eierkuchen. Eine Zahnpasta für Karl. Feuchtes Klopapier, so rum. Nochmal Brötchen. Nochmal Brötchen. Dann Gyros. Das sieht ziemlich ekelhaft aus, wenn ich das mal so sagen darf. Käse. Hühnerwurst, Bacon und Salami und eine Gurke. Das war's. Also es war halt echt nicht viel, aber wir wissen ja alle, dass aktuell die Lebensmittelpreise ganz schön hochgegangen sind und deswegen es durchaus hätte sein können, dass es über 47 € gekostet hätte. Viele Stunden später, ich habe mittlerweile Karl abgeholt mit der Straßenbahn, und deswegen hat das ewig gedauert, aber ich hatte ja, also ich habe jetzt keinen Stress, ich hatte nichts weiter vor und es ist immer noch dieser Punkt einfach, dass es durch das 9-Euro-Ticket einfach so viel Sinn macht. Genau, ich kümmere mich jetzt gleich mal um die Wäsche. Hier ist noch einiges an Wäsche, die bei den schön warmen Temperaturen noch getrocknet ist und dann einfach hier reingestellt wurde. Ja, und dann, weiß ich nicht, mal gucken, einfach noch ein bisschen Haushalt und sowas. Ich werde ein bisschen nochmal Zeitraffern, so als Aufräumen und Saubermach, Haushaltsmotivation, ihr wisst schon. Genau. Und irgendwann geht es dann ans richtig unkomplizierte Eierkuchen machen. Was? Lecker! Es gibt heute Eierkuchen mit Apfelmus. Haben wir Apfelmus? Ja. Wir hatten noch nie Apfelmus. Das stimmt nicht. Wir hatten schon Apfelmus. Aber wir hatten, als wir klein waren, hatten wir Apfelmus. Aber als wir groß waren, hatten wir fast keinen Apfelmus in unserem Bauch. Okay, da freut sich jemand. Der Moment gekommen und ich habe mich entschieden, das nicht in dieser Flasche zu machen, weil also zum Campen ist das mega cool, wenn man dann einfach nur das in der Flasche macht, aber jetzt kann ich das schön mit dem Mixer durchrühren und hier steht auch drauf, also entweder man füllt das bis zur Markierung voll, hier steht halt ca. 400 Milliliter, ich würde das halt jetzt einfach in eine Schüssel tun. 400 Milliliter Milch abmessen und dann mal gucken, wie es dann aussieht. Das quält ja auch noch ein bisschen. Also brauche ich erstmal einen Messbecher, Milch und eine Schüssel. Dann brauche ich einen Mixer. Ein Mixer? Ja, um das zu mixen. Ja, ich glaube. Mein
Machen wir jetzt weiter, wie unser Mixer aussieht. Unser Mixer ist rot und wurde sehr lange nicht mehr benutzt, seitdem die KitchenAid da ist. Eigentlich schade, aber für sowas ist der natürlich viel besser, weil ich hole jetzt nicht die KitchenAid nur, um ein bisschen Eierkuchenteig zu machen. Also eine Schüssel habe ich schon mal und ich schütte das jetzt mal hier rein. Einmal Teig in Schüssel. Nicht sagen, dass es hier irgendwie so ein bisschen einem Schlachtfeld ähnelt. Aber Karl hat schon wesentlich mehr Alkohol gegessen als ich. So, Karl ist im Bett, aber er singt noch. Ich werde jetzt noch mal sichten und ich dachte, vielleicht ist es ganz lustig, wenn ich jetzt hier mal so einen Zeitraffer mache. Auch für mich, um mal zu sehen, wie das so abläuft. Ich sitze hier halt am Laptop und da spiele ich das Video ab. Und am iPad schreibe ich immer in diese Sichtungstabelle, also Dateiname, Drehtag, Kartennummer, Szene und Shot, Take, Inhalt des Clips, eine Notiz und eine Bewertung. So läuft es ab. Genau, und ich dachte, ich stelle jetzt mein Handy hier auf und mache nochmal einen Zeitraffer. Das wird, glaube ich, lustig. Habt ihr auch mal gesehen, wie das aussieht und ich gerade auch. Ich fand das ziemlich lustig. Der Punkt ist halt, wir haben ja ein Musikvideo gedreht und das Drehbuch stammt halt teilweise auch von mir und ich habe natürlich mit Absicht auch lustige Sachen eingebaut, weil es halt einfach zum Thema passt und meine Kommilitonen genauso. Also wir haben halt auch wirklich Sachen zum Schmunzeln da drin. Und das hat man vielleicht auch gesehen. Ich habe zwischendrin immer gegrinst und durch den Zeitraffer sah das so lustig aus. Genau. An der Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder einen Tag mit uns unterwegs gewesen zu sein. Ja, das letzte Video verlinke ich mir mal unten drunter. Wenn ich noch wüsste, was im letzten Video passiert ist. Gute Frage. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet und einen Daumen nach oben gebt, einen netten Kommentar hinterlasst. Und dann bis zum nächsten Video.